Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grounded. Schön, dass ihr da seid. Ja, Lieben, wir machen gemütlich weiter mit dem Bau unserer Trophäenseerose. Wie ihr von hier vielleicht schon ein bisschen sehen könnt, es hat sich ein wenig was verändert. Ich war mit dem Aufbau, so wie er war, nicht ganz zufrieden. Und ihr kennt mich ja, wenn ich mit irgendwas nicht ganz so zufrieden bin, kann es durchaus mal vorkommen, dass ein ganzer Bau wieder abgerissen wird. So ist es auch hier passiert. Ich habe alles, was wir gebaut hatten, inklusive der unseres Fundaments unten, unserer Klettbasis, alles nochmal wieder abgerissen und einmal komplett und ein bisschen anders neu aufgebaut, wie ihr seht. Ist noch nicht ganz fertig, wir machen dann gleich weiter. Oben der Rest vom Dach fehlt noch und hier drüben kann man schon so einen Ansatz von einer Brücke erkennen. Denn da habe ich mir überlegt, dass wir von hier aus direkt eine Brücke rausziehen werden, rüber zu diesen ganzen Seerosenblättern hier. Und das werden wir noch ein bisschen mit einbauen als unseren Außentrophäenbereich, so wie wir das hier vorne mit unserer Brutmutter auch gemacht haben. Das heißt, da auf die Seerosenblätter hier drüben, die werden einmal außenrum mit Fackeln so beleuchtet, wie das eben bei der Brutmutter ist. Am besten vielleicht sogar in verschiedenen Farben, dass wir hier ein blau beleuchtetes haben, ein rot beleuchtetes, ein gelb beleuchtetes und so weiter. Und da kommen dann unsere ganzen zu großen Trophäen, die halt hier nicht reinpassen, kommen halt da drauf. Und auf jeden Fall auch die Boss-Trophäen. Drüben habe ich auch schon mal jetzt hier so ein paar Trophäen als Blaupausen aufgestellt. Weil da kann man einfach besser gucken, als wenn wir sie jetzt einmal drüben immer zusammenbauen, hin und her schleppen und dann doch sagen, passt nicht. Deswegen habe ich hier mal so ein bisschen rumexperimentiert. Und eigentlich bin ich auch schon ziemlich zufrieden soweit. Wie man sieht, haben wir drin jetzt auch deutlich, deutlich mehr Platz. Ich bin jetzt auch doch lieber zwei Etagen hochgegangen. Und habe halt eine saubere, gleichmäßige Plattform diesmal aufgebaut. Beim ersten Mal habe ich ja unbedingt versucht, an die Seerosenform mich zu halten. Aber das hat eben nicht funktioniert. Oh, was haben wir hier noch? Ein Rest vom Abreißen. Das hat einfach nicht ausgesehen. Besonders auch von außen, von drüben, wenn man geguckt hat, sah es überhaupt nicht gut aus. Und so finde ich schon ziemlich gut. Ich glaube sogar, wenn wir die Reihe oben jetzt noch fertig haben, würde ich sagen, können wir das sogar so lassen. Dann haben wir jetzt hier oben an den Dachschrägen auch schon mal unsere Trophäen zum Aufhängen können wir hier anbringen, überall. Ich hoffe, die bleiben so hängen. Nicht, dass die sich irgendwie wieder, dass die dann runterkippen. Was sieht ein bisschen so aus, als wenn die so nicht bleiben. Hatten wir ja drüben bei den Bienen auch schon, bei den Moskitos da schon mal ausprobiert, dass die halt trotzdem am Ende immer gerade von der Decke runterhängen. Aber macht nichts, dann können wir sie halt einfach ein Stück weiter oben noch anbringen. Und so hier rundrum, ich finde es schon okay, so. Müssen wir mal gucken, dass wir hier dann auch die Fackeln noch reingemogelt kriegen, dann in die Seerosenblüte, so wie hier drüben auf jeden Fall auch. Brücke ist ja schon beleuchtet, wie ihr seht. Hier draußen der Bereich hinten auch endlich mal. Hier haben auch die ganze Zeit noch die Fackeln gefehlt. Und jetzt machen wir erstmal oben aber das Dach fertig. Da brauchen wir ja nicht mehr viel für die eine Reihe. Ein bisschen Klee, das müsste eigentlich schon reichen. Muss ja nur noch eine Reihe rum werden. Und hier, nimm ruhig mit. Volle Baurüstung haben wir an. Das müsste also reichen. Oder wir könnten natürlich auch, wir könnten es auch noch weiter nach oben zu, wir könnten es auch noch weiter zumachen, das Dach hier drüben. Dann wird es vielleicht sogar auch sogar, dann wird es besser zu unserem anderen Turm hier passen, glaube ich, wenn wir das trotzdem noch einen weiter nach oben dann zumachen. Machen wir jetzt erstmal hier zu, die eine Reihe. Dafür müsste es eigentlich schon fast reichen. Also an Klee und Harz müsste es auf jeden Fall reichen. Gucken, ob wir auch mit 22 Stängeln einmal rumkommen. Weil dann könnten wir hier oben jetzt diese quadratischen Dachecken noch reinsetzen, die das so ein bisschen, da würde es halt so ein bisschen nach innen versetzt aussehen, wieder die Kuppel. Aber es könnte trotzdem nicht schlecht werden. Ja. Wir würden, obwohl hier würden wir nicht ganz, hier würden wir nicht sauber. Es würde am Ende trotzdem oben ein Stück offen bleiben. Weil wir kommen hier nicht ganz sauber raus.
Wo ist denn die Quad da? Die bräuchten wir dann. Ja, dann wäre das nämlich die letzte Höhe, die wir jetzt noch bauen könnten. So. Das, ich... Sieht aber auch, ist auch nicht schlecht. Ich glaube, wir machen das mal so. Material haben wir auf jeden Fall drüben noch genug. Zack. Und dann lassen wir nur oben so ein ganz klein bisschen trotzdem offen. Das bleibt dann offen. Das nicht runterfallen. Das letzte Stück hier oben. Gucken wir mal gerade von der, wie es von hier schon so. Doch. Das passt dann besser zu dem Turm hier, aber von der Grundform her. Doch, guck mal von hier jetzt. Das ist gut, das machen wir. Lass mich mal durch. Das macht ein Wendler. Ich Wendel ist mittlerweile, glaube ich, in der Mitte der Blüte angekommen. Er hat sich immer weiter da rein manövriert. Aber ist alles, für ihn ist alles in Ordnung. Er ist trotzdem zufrieden, das finde ich gut. Er hängt da drin, er kann eigentlich nichts, jetzt kann er gerade gar nichts mehr. Er hängt da wirklich richtig fest. Aber es sieht alles gut aus. Für Wendel sieht alles gut aus. Wir müssen ihn so unbedingt retten können. Das müsste schon reichen, ne? Fürs Dach jetzt oben auf jeden Fall. Nur nicht reinfallen hier mit den ganzen schönen Unkrautstängeln. Doch, das ist gut. Das ist gut. Und innen drin ist auch genug Platz mit den Trophäen. Das passt auch schon so. Nur gucken, dass wir die Beleuchtung da reingemogelt kriegen. Aber so, ich bin das schon viel besser als vorher. Also viel besser als der erste Bau, den wir jetzt hier hatten. Den wir letzte Folge hier hatten, wo wir angefangen haben. Ja, sehr schön. So machen wir das. Das gefällt mir gut. Okay. Schmeißen wir kurz die Blätter raus. Die brauchen wir nicht mehr. Kleeblätter raus. Und dann, wenn wir schon so gut dabei sind mit unserer Arbeitsrüstung, schnappen wir uns am besten gleich mal die hier dafür. Alle unsere Faserseile. Und dann können wir schon mal die Brücke fertig machen. Rüber zu den anderen Seerosen. Zack. Super. Das gefällt mir, Leute. Das gefällt mir auf jeden Fall viel besser als, wie gesagt, was wir letzte Folge angefangen hatten. Vor allem ist auch deutlich mehr Platz hier drin jetzt einfach. Und hier unten auf der Höhe kommen ja noch Fackeln an die Wand. Und auf der oberen, wo wir noch schön hier Platz haben, können ja trotzdem immer noch so ein paar Wandtrophäen hinkommen dann. Damit die Wände da oben nicht ganz so leer aussehen. Was mit den, mit dem Praktikanten und dem, und mit der ganzen Rüstung, also 22 Dinger dran, das ist so, so gut. Wie schnell man so eine Brücke auf einmal gebaut hat hier. Am Anfang, als wir 8 Unkrautschäckel tragen konnten, dann, das war schon ein super Fortschritt. So, jetzt können wir ein ganzes Lager auf einer Schulter tragen hier, super. Zack. So. Das heißt, das müsste... Achso, wie viel Ding... Ja, das müsste auf jeden Fall auch. Das reicht auf jeden Fall. Wir kommen rüber. Und natürlich wird die Brücke da drüben auch dann mit... So wie die hier mit Ziegelbögen ganz klar gemacht. Und dann mal gucken, wie es am Ende sauber aufgeht. Aber wir fangen zumindest mit Ziegelbögen auch an. Mit den Pilzziegelbögen auch an. Von unserer Trophäenseerose wegzugehen. Zap. Einfach nur super. Oh, wir sind schon gleich da. Noch 2 Ladungen oder so, dann haben wir es geschafft. Ja, das gefällt mir viel, viel besser. Natürlich noch schöner wäre, wenn das alles mit Krähenfedern jetzt wäre. Aber das ist zu viel des Guten. Das wird zu viel. Da müsste der Vogel seine Federn deutlich öfter wegschmeißen. Oder müsste die aktiv sogar von ihm runterschießen können. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn der irgendwo sitzt und man schießt dem irgendwie dann mit der Armbrust so ein bisschen aufs Hinterteil... Und der lässt dann so ein paar Federn fallen. Oder es müsste zumindest auch so sein, dass alle Federn, die man findet, wenigstens große Federn sind und nicht immer so viel kleine dabei sind. Ich weiß nicht, wie viele Federn ich schon gesammelt habe jetzt hier mittlerweile, die immer dann wirklich auch nur ein Federstück enthalten haben. Dann müssten wenigstens alle Federn, die man findet, 5 oder 6 Federstücke enthalten. Dann könnte man noch drüber nachdenken. Aber ist auch so gut.
Sieht auch so gut aus, auch mit dem Kleedach. Bin ich auch zufrieden. Nee, so rum. Guck mal, Leute. Zack. 6 Stück noch und dann haben wir die Brücke hier rüber. Dann kümmern wir uns als nächstes um die Beleuchtung, das Wichtigste. Besonders jetzt auch, wo es langsam dunkel wird. Und schleppen auch mal hier die Teile rüber, dass wir die Tierchen aufgestellt kriegen. Einfach von allem Füllmaterial ein bisschen was mitnehmen. Und von dem, was wir da so stehen haben an Tierchen. So, eine Ladung noch. 6 Stück. Brücke zu den nächsten Seerosen auch schon fertig. Außengalerie dann. Für die großen Tierchen. Kommt auch der Nashornkäfer drauf zum Beispiel. Und die Assel. Und eben... die schwarze Witwe. Und... ja, die Gottesanbeterin halt. Termitenkönig. Sehr gut. Ich sehe schon. Ich sehe auch schon die Beleuchtung hier. Ich sehe schon, wie das hier jetzt einzeln blau, grün, rot, gelb. Alles ein bisschen durcheinander. Lila. Super. So. Okay. Dann hier weiter. Einmal Taschen leer machen. Wo wir haben gar nicht mehr Taschen. Doch, die Dings können raus. Die Fasern können raus und die Rüstung kann mal kurz raus, dass wir Platz haben. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut bis jetzt. So. Ach, Rüstung ist schon raus. Sehr schön. Dann das raus. Okay, und dann brauchen wir jetzt drüben auf jeden Fall natürlich ein bisschen hiervon. Mach mal so. Lass mal einen 13er Stapel raus. Nimm nur volle mit. So auf jeden Fall. Und da brauchen wir so ein bisschen Füllmaterial von jedem hier. Und dann nimm doch erstmal mit. Wir brauchen auf jeden Fall mit Sicherheit ein paar Spinnenbrocken. Wir brauchen bestimmt ein paar Netzfäden. Wir brauchen bestimmt einmal den schwarze Witwe Fangzahn. Noch ein paar Spinnenbrocken. Wir haben drüben auf jeden Fall ein Bombi aufgebaut. Ja, viel mehr können wir schon nicht mitnehmen. Und wir haben auf jeden Fall eine Stechmücke. Da nehmen wir das mit. Okay, nehmen wir erstmal so mit. Können wir schon mal ein paar aufstellen. Und vor allem die Beleuchtung erstmal. Das ist viel wichtiger noch. Weil die müssen wir jetzt auch noch da so reingemogelt kriegen, die Fackeln. Mal gucken, vielleicht haben wir trotzdem schon genug für ein bisschen was hier zum Beispiel. Was kostest du denn? Milbenpelz und Spinnenbrocken. Da bist du doch schon mal fertig. Du bist auch schon mal fertig. Du hast zumindest schon mal deine Füllung. Was brauchst du? Wissen wir auch gleich, ob die auch... ah, ich hab's geahnt. Die bleibt so natürlich nicht hängen. Da müssen wir die einmal anders aufhängen. Das heißt, du musst einmal... so rum dann gedreht werden. Nee, das ist auch nicht richtig. Doch, das ist... nee, ist nicht richtig. Nee, so rum ist schon... so rum möchte ich die dann jetzt haben. Die fällt ja dann gleich wieder senkrecht runter. So müssen wir die drehen. Und dann kommen wir erstmal hier hin, dass sie auch vernünftig hochhüpfen kann. Dann kommt die hier irgendwo mittig. Ah. Nee, die ist noch ein bisschen verdreht. Nochmal. Fällt mir noch so noch nicht ganz. Mehr so. Wieso kippen die immer so zur Seite weg? Die ist doch so sauber hingedreht jetzt hier. Jetzt ist sie ganz gerade. Oder hängen wir die jetzt... weil wir sie nicht ans Dach hängen, ne? Wir hängen... ja, wir müssen die da hinhängen. Dann passt es. So. Die müssen wir irgendwie noch weiter nach oben gemogelt kriegen. Aber gut, da wissen wir schon mal Bescheid. Die müssen wir weiter nach oben gemogelt kriegen. Was hast du? Bienenpelze auch? Oh, wir haben nicht mehr so viel Bienenpelze. Oh ja, wir werden hier auch mal den ersten Skarabäus ausstellen. Okay, kriegen die schon mal alle ihre Füllung. Wir können schon mal ein bisschen gucken, was uns noch... oh, Staubmilbenpelze. Pilzauswuchs. Ah, hier, guck mal, der wird fertig. Der Bombi. Und
Okay, wir brauchen Ameisenlöwenteile, Larvenstachel und ein bisschen zähe Schmiere, Wasserspinnenbrocken. Okay, jetzt machen wir erstmal die Fackeln. Jetzt machen wir erstmal die Fackeln hier rein. Gucken, wie das aufgeht und welche... Oh, das geht auch schon gleich gut auf hier. Moment, 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 du kannst genau hier eigentlich schon so... Sehr schön. Volle Lichtstärke. Ah. Nee, ich glaube, das ist besser. Das ist näher dran. 280. Nehmen wir. Oh, das geht, Leute. Das geht. Die lassen sich da auch wieder so reinmogeln. Okay, hier vielleicht nicht. Ist der Hintern vom Skarabäus im Weg? Kommen wir zur Seite. So, schon mal nur für den ersten Eindruck. Na? Trotzdem muss er ein bisschen weiter nach vorne hier. Oh, 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 ja. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Das gefällt mir. Das machen wir so. Zeig mal her. Hier nächste rein. Hinter den Bombi hintern. Da ist schon einer. Da. Das ist das nächste Blatt. Hier rum. Oh, Leute, das gefällt mir sehr gut. Das finde ich richtig gut. Halt. Ich glaube, der Ameisenhintern ist auch im Weg. Hier muss ein bisschen nach vorne. Vor allem außen müssen wir... wir machen ja auch gleich... Also Wandblech kommt ja auch noch dazu. Und auf jeden Fall kommen hier auch Kronleuchter rein. Komme ich nochmal ganz klein Stück nach vorne. So. Auf jeden Fall kommen hier am Ende... Müssen wir auch irgendwie da oben noch Kronleuchter reingebogen. Kriegen dann zwischen die... Oh, wie kriegen wir da jetzt noch? Oh doch, geht, 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 geht. Zwischen die Mücken, die wir hier noch aufhängen. Und vielleicht kommt hier auch das erste Mal... Ah, gut, müssen wir erst noch jagen. Aber dann kann hier auch vielleicht eine Motte rein. Die erste Motte. So. Ich glaube, die sitzt auch ein bisschen zu weit hinten, die kleine schwarze Witwe. Wir kommen bestimmt nach vorne. Dum, dum, dum. Wie gut. Na. Ah. Hm. Ich habe aufbauen gedrückt. Nochmal. Komm schon. Ja. So, fehlt noch eins. Ja. Hinterm Ameisenlöwen. Hier. Vielleicht andersrum gedreht. Ja. Guck mal, das ist doch gut. Ich find's gut. Okay, nimm trotzdem mal kurz eine Fackel, Piet. Wo ist unsere Fackel? Da. So, okay, wir brauchen also eben mal ein bisschen Termite, bisschen Ameise, Marienkäfer und Pilze, Zeckenzähne, noch ein bisschen Ameise, Wasserspinne, Skarabäus, Larve, Zehe, Schmiere. Jeiz. Passt gar nicht alles in der Tasche. Passt gar nicht alles in die Tasche. Zeckenzähne auch noch. Habe ich Zeckenzähne gesagt? Ja, Zeckenzähne habe ich euch gesagt. Okay, also. Füllung haben sie alles. Wir schmeißen mal alles raus. Füllung haben sie alle. Keine Bienenpelze mehr. So, das heißt, wir brauchen hier einmal Termite, Termite. Wir brauchen Stechmückenstachel noch. Weiß nicht wie viel. Nehmen wir 5 mit. Wir brauchen 4 Skarabäen. Wir brauchten 10 Zeckenzähne. Eine Feuerameisensoldaten hatte ich, glaube ich, auch aufgestellt. Kann sein, das war, hatten wir auch einen Feuerameisenarbeiter? Weiß ich nicht. Oder war es ein normaler Roter? Wir nehmen mal lieber mit, weil ich nicht mehr weiß, was das für eine Ameise war. Dann brauchen wir hier ein bisschen Marienkäfer auf jeden Fall. Weiß ich, wie viel nehmen wir mit. Kopf noch dazu. Zähe Schmiere brauchen wir. Und Ameisenlöwe auch. Baumwanze hatten wir drüben keine. Bombi war aufgestellt. Das brauchten wir nicht. Zähe Schmiere brauchten wir, glaube ich, wirklich nur 2. Aber ich nehme trotzdem mal mit.
Ameisenlöwenbrocken. Waren das 6 oder 5? Oder waren es sogar 8? Nimm mal mit. Larvenstachel waren auf jeden Fall 8. Wo waren wir einen Larvenstachel? Hier mal wieder hier. So, Larvenstachel müssen wir noch mitnehmen. Dann hatten wir eventuell eine normale Arbeiterameise. Nimm ruhig mal mit. Ich weiß gar nicht, hatte ich eine schwarze Ameise? Ich weiß nicht, welche Ameise das ist. Wir nehmen, müssen mal von allen Ameisen Teile mitnehmen. Mist. Ich mal gucken, genau was für eine Ameise. Ich meine, es waren eine Feuer und eine normale. Aber ich weiß es nicht. So, und dann hätten wir jetzt eigentlich noch... Das haben wir. Zeckenzähne haben wir auch. Wasserspinnenteile brauchen wir noch. Und dann haben wir fast alle Tierchen. Also irgendwas habe ich jetzt vergessen, ne? Was habe ich vergessen? Sehen wir dann gleich, wenn wir drüben sind. Ah! Ich weiß schon, was ich vergessen habe. Für den Marienkäfer. Pilzauswuchs auf jeden Fall schon mal. Mal gucken. Trink erstmal einen Schluck, Piet. Das hilft dann auch besser fürs Gedächtnis. Prost. Prost. Für die Larve haben wir, für die Wasserspinne haben wir, für die haben wir. Für die Termite haben wir. Ameisen. Mücke. Ameisenlöwe. Zecke. Kann auch sein, dass es sogar für alles reicht. Mal gucken. Ameisenlöwe haben wir. Larve haben wir. Skarabäus haben wir. Wasserspinne haben wir. Feuerameise haben wir. Zecken hatten wir mitgenommen. Marienkäferteile auch. So, was bist du jetzt? Eine normale rote. Und du warst eine Termite. Und dann brauchen wir noch die Mücke. Dann haben wir doch alles mitgenommen. Und ein paar Ameisenteile zu viel. Ach nee, die brauchen wir noch mal. Ach, die hat man ja noch nicht. Die hat man noch nicht gefüllt. Okay, Mist. Ich dachte, die ist auch schon. Ich dachte, wir hatten schon überall die Füllung reingemacht. Staubmilbenpelz. Na gut. Aber dann sind sie alle fertig. Dann schmeiß mal alles raus. Und schnapp dir nur mal nochmal 5 Staubmilbenpelze. So. Termite wieder dahin, wo du reingehörst. Das ist nicht mehr sortiert hier. Mal die Zeckenzähne hier einzeln runter. So sieht's besser aus. Ich weiß, Wendel, bei dir sieht alles gut aus. Und ich bin auch ganz zufrieden. So, wir essen noch einen Happen. Yum. Yum. Nehmen wir mal ein bisschen hiervon mit. Dann können wir gleich noch, weil es gerade abends ist, bleiben wir noch ein bisschen im Dunkeln unterwegs. Weil man einfach einen besseren Eindruck kriegt, wie die Beleuchtung aussieht. So, die Fackel natürlich nochmal kurz wegnehmen. So. Aber viel besser, als das wir in der letzten Folge hatten, Leute. Guckt mal, jetzt, auch wenn man schon drauf zukommt. Ja, das ist gut. So, ihr werdet nochmal vernünftig aufgehängt. Wie gesagt, hier kommt dann eben das Licht, was hier noch von, was hier jetzt noch so ein bisschen fehlt, das wird von oben noch kommen, durch unsere Kronleuchter. Und jetzt gehen wir außen nochmal rum mit den einfachen Wandleuchten. So, auf jeden Fall, wenn man hier reinkommt, auf der Mitte ist eine. Hier auf jeden Fall eine. Hier auf jeden Fall eine. Achso, ja. Na ja. Ja, gut, stellen wir da erstmal die alle drei, bis wir jetzt so einstellen. Das hat man gemacht, 280. Stellen wir die einzeln kurz ein und danach haben wir sie ja, kopieren wir sie ja. So. Du auch noch. Du auch noch. Das. Nein, ein zu viel. Mach mal so. Halt nicht die Wand, die Fackel sollst du kopieren. Dann gehen wir auf jeden Fall hier rüber. Und... Ach so. Ja, machen wir ruhig so. Dann hier, wo es zur Tür rausgeht, kommen 2 hin, würde ich sagen. Dann wieder hier auf die Ecke. Hier auf die Mitte. Ecke. Hier auf jeden Fall. Und hier auf jeden Fall. Und dann am besten noch mittig zwischen die Fenster. Drüben dann auch.
Wie gesagt, oben können ja noch. Ne, oben können noch ruhig ein paar Wandtrophäen dann hängen. Doch, 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 das ist gut. Achso, und hier draußen, das wird natürlich auch schon der erste Bereich für noch Außentrophäen dann. So, hier fehlt noch. Zwischen den Fenstern. So. Ja, die letzten. Guckt mal. Muss man sich noch Licht von oben vorstellen. Vernünftig aufgehängte Mückentrophäen muss man sich dazu noch vorstellen. Wieso die da auch nicht gerade hängen kann. Hier hängt sie doch dann auch irgendwie einigermaßen gerade runter. Wir müssen die irgendwie noch weiter nach oben gemogelt kriegen. Kann ich die nicht noch weiter nach... Doch, bis dahin geht's doch auch. Guck mal, das ist doch gar nicht schlecht. Mal gucken. Irgendwie kriege ich die da... Die hängt eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Guck mal. Oder wir hängen die doch so rum auf, nur weiter oben nochmal, an der nächsten Dachschräge. Ja, die ist doch dann... Komm mal her, dann kommst du doch wieder so rum. Wie viel Zeit müssen wir jetzt noch, haben wir jetzt noch? Kommst du doch wieder so mit dem Gesicht nach hier. Und dann auch ganz nach oben an die zweite Dachschräge. Ja, Leute, das ist gut. Ja. Schon sehen sie doch wieder aus, wenn sie im Sturzflug wären. Super. Okay, ich würde sagen, wir legen uns hin. Ein Blick nochmal kurz riskiert hier. Doch. So, die Verbindung ist auch fertig. Da können wir jetzt auch schon mal die nächsten Blaupausen aufstellen eigentlich. Oder auch gleich schon fertig bauen. Mal gucken. Genug Ziegel haben wir ja. Ach, ich finde es gut, sieht man es auch von... Ja, schwierig. Von hier sieht man sich so ganz. Gucken wir noch einmal kurz von oben. Im Dunkeln so ein bisschen. Auf welche Entfernung... Man sieht, die Lichtquellen reichen aber nicht so weit. Auf welche Entfernung man das sieht. Ob man das von unserer Wohnetage so ein bisschen sehen kann, wenn man hier rausgeht auf dem Balkon. Ja, doch. Doch, doch. Guck mal, man sieht das da unten drinne. Man sieht die Farbe. Okay. Mal kurz am Ofen aufwärmen. Hinterteil auch aufwärmen. Ab ins Bett. Guck mal, wie es tagsüber jetzt gleich aussieht. Besten... Machen wir mal so eine, wir fahren mal ein kleines Stück rüber und fahren dann wieder zurück. Gucken von oben, wie das aussieht. Ja, ich renne so gerne im Kreis auf unserer Wohnetage. Der andere einmal kurz, hier ist schon die Treppe, aber egal, trotzdem einmal rum. Direkt neben Bett ist noch die Treppe. Aber gut. Achso, ja, hier oben muss auch noch weitergehen. Hier oben muss ja auch noch weitergehen. Da geht als nächstes mit der geht die nächste Beleuchtung an. Doch, guckt mal, Leute. Guck mal, guck mal, guck mal. Und auch unser Türmchen jetzt hier so insgesamt. Vor allem, jetzt muss man sich vorstellen, das ist ja dann auch noch wieder so wie die Brücke. Und dann hier unten, wenn man dann hier rüberkommt, kommt man halt über die beleuchteten Seerosenblätter so rüber. Und da haben wir schon gesehen, dass das ja wirklich auf die Entfernung schon gut zu sehen ist. Tagsüber jetzt nicht so, aber abends auf jeden Fall. Oh, das stelle ich mir richtig gut vor, wenn man da dann so reinkommt von da hinten und dann über die, erstmal hier vorne, über diese verschiedenfarbigen beleuchteten Blätter, vielleicht sogar dann auch mit Standfackeln, damit es richtig kräftig leuchtet noch. Dann hier die Brücke natürlich auch, die müssen wir eigentlich auch, irgendwie müssen da noch außen, obwohl das wird zu viel, das wird zu viel. Dann wird es wieder zu viel. Aber so finde ich das, das finde ich gut, das passt schon so. Ja, ups! Das sollte nicht passieren. Büchst der Koi gerade nicht hier. War auch ordentlich eingetockig, wie so ein Stein.
Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, einmal zurück. Gucken wir noch einmal von hier auch, weil da hat es mir beim ersten Mal schon gar nicht mehr gefallen. Deswegen musste ich das auch abreißen. Als ich vom Sammeln hier nach Hause drauf zugelaufen bin. Weil das da hinten einfach super unförmig aussah dann. Aber jetzt passt's. Jetzt ist es gleichmäßig. Wirklich, wäre es wirklich, wenn jetzt natürlich überall die schwarzen Dächer drauf wären. Das hätte dann mit alles als Gesamt noch richtig zusammenpassen würde, aber das ist zu viel. Wenn hier vorne vielleicht erstmal die nächste Brücke mit dem grünen Bereich kommt, dann passt das schon wieder. Da hast gerade wieder eine einzelne Gammelfeder da hinten weggeschmissen, habe ich doch genau gesehen. Du alter Ranzgeier. Müsste dem echt die Federn aus dem Hintern schießen können. Das wäre super. Also, das einfach mit der Armbrust und dann würde er so ein paar Federn rieseln lassen. Ohne, dass er dabei angreift oder dass er irgendwie groß was merkt. Man schießt ihm einfach hinten hier auf die Schwanzfedern und dann rieselt da so, lässt er jedes Mal so 2, 3 Federn fallen oder so. Wer sich dann einmal so ein bisschen schüttelt. Gibt's aber leider nicht. Okay, Lieben, dann als nächstes würde ich sagen, vielleicht oben Turmbeleuchtung auch mal langsam angehen. Außenterrasse. Kannst du mal weg? Jetzt hättest du mal eine beim Drüberfliegen. Außenterrasse. Und dann als nächstes ganz klar der nächste Ausflug, der ansteht. Habt ihr alle geschrieben, ich sollte dann doch mal hier oben die Burg angucken. Weil die halt von der Story wirklich nicht mit abgedeckt ist irgendwie. Obwohl es da interessante Sachen zu entdecken gibt. Und ich soll Wendel auch noch mitnehmen auf die Tour. Oder allgemein öfter auch mitnehmen, habt ihr geschrieben. Das heißt, als nächstes Ausflug da hoch, müssen wir mal gucken, vielleicht sogar schon in der nächsten Folge. Vielleicht eine Kombination aus ein bisschen bauen und ein bisschen, obwohl wir da oben müssen wir auch bauen, ne? Das gucke ich mir erstmal offscreen an. Vielleicht haben wir nächste Folge auch schon eine Brücke darüber, wenn es anders nicht geht. Und gucken uns mal das Schloss da oben an. Schloss Moldorg, Castle Grayskull. Ich bin gespannt drauf. Und ich würde sagen, wir müssen langsam zum Ende dieser Folge dann kommen, wenn ich so auf die Uhr gucke. Lieben wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.